Hallöchen und herzlich willkommen aus dem Parkhaus am Zentrum in Oberhausen. Ich bin nach gefühlt, also es sind mindestens 20 Jahre, aber ich glaube eher 24 Jahre mal wieder hier. Wir gehen auf Shoppingtour und euch nehme ich mit und mal schauen, was wir hier so entdecken. Vielleicht gibt es auch was Schönes zu futtern. Viele Geschäfte rumschauen und ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Die wollen auch Stars dieses Videos sein. Aber ist nicht. Ich bin hier der Star und wir gehen jetzt los. Viel Spaß. Ich muss zugeben, es gibt sicherlich Leute, die jetzt hier schon mal irgendwie waren. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das hier alles war. Es ist jedenfalls ein riesiges Gelände. Irgendwo ist hier auch ein Sea Life und irgendwie so eine Art Legoland. Wir gehen jetzt einfach mal gucken. Aber bei Galeria müssen wir, glaube ich, nicht rein, oder? Da hinten kommt man da rein. Westfield Centro. Was ist Westfield? Ist das so eine Marke oder irgendwie sowas? Peek und Cloppenburg. Aber bestimmt hätte man jetzt auch hier bei Kaufhof reingehen können und dann einfach, da hinten ist auch Poco, hier reingehen können und dann hätte man von Kaufhof in die Mall, mir ist kalt, Poco-Domäne. Was denn? Genau, wegen Poco. So, jetzt gehen wir hier gleich rein und ich erlebe Backflip. Ich habe gesehen, der Aufzug, in dem wir drin waren, der ist von 1996. Ich muss gleich mal meine Ma fragen, es könnte hinkommen, dass ich hier wirklich mit 9, ich bin nämlich schon so unfassbar alt, Jahrgang 85, dass ich hier mit 9 oder zumindest 1-2 Jahre älter hier zum ersten Mal war. Ich glaube, wir waren hier kurz nach der Eröffnung nämlich. Schon mal schön muckelig hier. Hä? Was? Ach, 11. Stimmt. Verdammt. Ich war 11. Stimmt. 96, 85. Geil. Oh ja, ich erinnere mich. Cool. Also hier ist auf jeden Fall was los. Das ist wie in den USA hier. Toiletten. Kommt hier so eine Kreuz. Oh, Starbucks. Erst aufs Klo und dann direkt Koffein und Kaffee nachschütten. Richtig geil. Richtig geil. Starbucks, ich meine, hallo? Zum Mitnehmen. Halten, was man will, aber Starbucks-Kaffee ist einfach der geilste. Das dürft ihr dreimal raten, wo meine Freundin abgeblieben ist. Naja, ich habe was zu tun. Hier haben wir jetzt natürlich auch was Cooles, und zwar ein Lego-Store. Wobei ich letztens genügend viel Lego ausgegeben habe. Aber gucken muss man hier natürlich auf jeden Fall. Lego-Store war ein bisschen voll, um zu filmen. Ich kenne das meiste, ja, aber ist trotzdem schön. Die hatten da so Pfeffer- und Salzstreuer. Habe ich kurz überlegt, ob ich das kaufe. Aber ich bin anfällig, so Grusch zu kaufen. Deswegen habe ich das lieber gelassen. Und die großen Sets, die sie da hatten, die hole ich mir irgendwann, wenn sie im freien Verkauf sind. Weil wenn man die kauft, wenn sie ganz neu sind, muss man sie bei Lego direkt kaufen. Dann kriegst du keinen Rabatt. Außer die VIP-Punkte, die nichts wert sind, in Anführungsstrichen. Deswegen muss ich ein bisschen warten. Außerdem habe ich eh keinen Platz, welche zu kaufen. TK Maxx tun wir uns nicht an, oder? Okay. Nein, der ist woanders. Das ist viel, viel größer, der Fresscourt. Aber hier gibt es wohl auch was, aber der Fresscourt, der ist viel größer als das hier. Aber hier gibt es auch noch einen Starbucks. Gibt es ja hier überall, Alter, ey. Wie in den USA. Hier riecht es nach Pizza. Onkels Kebab. So, bei Saturn habe ich jetzt von einem neuen 85 Zoll Fernseher geträumt. Problem ist nur, wir haben keinen Platz für sowas. Also muss erst eine neue Wohnung her, damit ich dann einen größeren Fernseher haben kann. Also quasi umziehen, nur damit man einen größeren Fernseher haben kann. Mehr Geld, okay. Also Kanalmitgliedschaft abschließen, Link ist in der Beschreibung. Sponsert Foodlove, damit er sich einen neuen Fernseher kaufen kann. Den Fernseher kann ich mir kaufen, ich habe nur den Platz nicht dafür. Bäckerei Horst Hemke. Irgendwo kenne ich den Namen Horst Hemke. So, jetzt gehen wir wieder nach oben. Was? Jetzt gehen wir wieder nach oben, damit wir hier die Übersicht nicht verlieren. So, was haben wir hier noch? Gratis WLAN. Was denn? Wieso Stopp? Warum denn? Nein, ich mache nicht Stopp. Warum soll ich Stopp machen? Kannst ruhig.
gesagt habe, ich suche einfach Ja, tue ich doch auch nicht. Nein, ich mach nicht. Hör auf jetzt, sonst lasse ich gleich das Telefon. Anne, das ist gefährlich, sonst fällt das gleich hier runter. Obwohl, mach, dann musst du ein neues kaufen. Ich guck bitte auf, ich möchte, dass das kommt. Das hat doch keiner gehört. Nein, Mann, du kannst mich nicht in der Umkleide vernaschen. Jetzt ist gut hier. Und jetzt bei P und C. Ach, herrje. Oh, guck mal hier, grüner Dress, sieht richtig doof aus. Und dann dazu die Turnschuhe. Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt sind wir dort, wo man als kleiner YouTuber seine Klamotten kauft, in den Angeboten. Oh, hier. Wie wär's mit Versace? Ach du Scheiße. Raus aus Peken-Kloppenburg. Ja, wo ich sehr froh drüber bin, weil es ja drin viel zu warm war. Und irgendwann erreicht man so eine Temperatur mit Klamotten in einem Geschäft, wo man dann so, wo ich dann echt so, da werde ich dann so ganz hibbelig. Dann kriege ich das nicht ab, dann werde ich so schlecht gelaunt und mir ist heiß und mir ist unwohl. Dann muss ich schnell raus, bevor ich ausraste. Und wenn ich dann manchmal zu Hause bin, ziehe ich mir so noch gerade so rein, wenn ich aus der Tür, also von der Tür reinkomme in die Wohnung, mit Schuhen, dann ziehe ich mir so alles aus, bis mein T-Shirt und schmeiße das alles auf den Boden, um diese unangenehme Hitze loszuwerden. Gerade bin ich auch so weit. Ich glaube, ich muss mich jetzt hier mitten vor allen Leuten ausziehen. Es ist 2:30. Ich verhungere gleich und deswegen gehen wir jetzt hier in den Fresscourt. Guck mal, hier ist auch wieder Horst Hemke. Ey, ich glaube, das ist das nicht irgend so ein Moderator oder sowas? Horst Hemke? Mann, woher kenne ich das denn? Oh, hier riecht aber schon mal lecker. Hä? Ja, deswegen sage ich doch. Das hier ist jetzt hier der Fresscourt. Was? Ja, dann gehen wir erstmal zu den Toiletten. Ich muss euch übrigens hier gleich eine Geschichte erzählen. Wo sind die denn? Da? Ich bin hier. So, da bin ich mal hier gewesen vor vielen, vielen Jahren, also wirklich vor 20, 25 Jahren. Da bin ich mit einer Freundin hier gewesen, also normale Freundin, jetzt nicht so richtig Freundin, da waren wir ja noch Kinder. Irgendwie waren wir hier und das ist jetzt hier der Food Court unten. Da sind überall die Fressbuden, in der Mitte kann man sitzen, wenn man Platz findet. Und wir saßen relativ mittig tatsächlich. Und dann ist mir so, und es war auch nicht so voll wie heute hier. Und okay, toll, dann muss ich gleich die Musik wieder rausschneiden. Und dann ist mir in der Mitte irgendwie so ein Getränk umgefallen, so ein 1/2 Liter Cola. Und man hat in den ganzen Dingen hier gehört. Und wir saßen dann wie auf dem Präsentierteller. Und einfach jeder hat geguckt, wie ich da alles mit Cola versaut habe. Auch Frittenwerk ist sogar da. Nordsee. Frittenwerk ist hier auch. KFC, Dunkin'. Mövenpick, hier gibt es Waffeln und Crepe. Crepes, oder auch wie der Deutsche sagt, Crepes gibt es hier. Wir können ja mal so eine Runde machen, können wir mal gucken hier. Alter, ey. Five Guys. Ist doch überhaupt nicht voll hier. Oh ja, so ein Subway-Sandwich wäre eigentlich auch geil. Aber Indien wäre auch geil. KFC muss nicht sein. Also an sich ja, aber... Wobei, hier gibt es bestimmt auch keinen. Oh, hier, Beef Curry. Chicken Mango, Naanbrot. Ich glaube, hier würde ich mir was holen. Ich habe jetzt Bock auf Indisch. Frittenwerk wäre allerdings auch geil. Oder Five Guys. Oder McDonald's, oder McChicken, oder. McDonald's protzt hier natürlich mit seinem Store. Ach, guck mal, Jimbos, hier bestimmt von den Simpsons, Jimbo Jones. Pizza La Concha. Ich habe gerade welche gesehen mit Pizza, das sah gut aus. Was? Ah, Pizza Hut, ja. Jimbo's Kitchen Barbecue. Sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Ah, ich glaube, die hat eine Pizza Hut Pizza. Nordsee, Mr. Chicken, holländische Pommes.
Oder irgendwas mit Kartoffeln. Gibt es hier noch Asian Food, Heiki, Mr. Chicken und Curry Karl noch gucken. Curry wäre geil. Wo ist sie denn jetzt? Ja. Ach, Currywurst und sowas. Ah, nee. Hier noch Döner und Wonderwaffel. Und das war's. So, indisch. Ein Berg Reis, Chicken, Makan, irgendwie so ein Tandoori Chicken, fruchtige Tomatensoße. Mehr Soße als Fleisch. Irgend so eine Knoblauchsoße, irgendwas Scharfes. Knoblauchnaan und dazu eine Coke. Und hier gibt's Subway Sandwich. Interessant übrigens. Hier findet man sogar noch den Rest einer Nelke. Das heißt, sie kochen hier auch schön mit Gewürzen. Ist lecker, nichts Besonderes, aber schön zart. Der Reis ist lecker, das Brot schmeckt nicht wirklich nach Knoblauch, obwohl es Knoblauchnaan sein soll. Dieser scharfe Dip, der hätte überall sein müssen. Ich wusste nicht, wie scharf er ist, habe nur ein bisschen genommen. Aber doch, bin zufrieden, habe jetzt bezahlt 13,10 Euro oder irgendwie so. So, nach dem Essen, frisch gestärkt, sind wir unten angekommen. Hier direkt Strumpfhosenhausen. Boah, die, guck mal, wie schön hier mit den Bäumchen und so. Die sind zwar wahrscheinlich nicht echt, aber sieht cool aus. Ich mag das. Oder sind die doch echt? Ne, ich sehe keine gefallenen Blätter. Ich glaube, die sind nicht echt. Oder? Doch, das sind gelbe Blätter. Die sind echt, glaube ich. Doch, ich glaube, die sind echt. Geil. Rituals. Hier kann man sich dann so schön einseifen und einölen und baden. Da fühlt man sich wie neu geboren. Was ist denn hier? Dr. Martens. Eigentlich heißt es Doc Martens, glaube ich, oder? Ja. Nicht Dr. Martens. Italia haben sie hier sogar auch. Boah, ist mir so warm, ey. Da hat aber jemand Parfüm drauf hier. Puh. Und das bin ich gar nicht. Außerdem riecht meins gut und nicht puh. Hier sind wir quasi, wir sind jetzt wieder unten am Food Court, weil wir sind jetzt gerade oben. Jetzt gehen wir quasi wieder zurück Richtung Food Court, weil wir unten noch nicht waren. Wir haben erst oben die Ebene abgeklappert und jetzt sind wir unten. Können wir nochmal was essen. So ein Frozen, oh, guck mal, schon wieder Starbucks. Alter, wie viele Starbucks gibt es denn hier? Schon 3 Stück gesehen. Hier haben wir den sogenannten Kato, wo man sich dann wohl kleine Cheesecake-Törtchen kaufen kann. Ah ja. Boah, ich bin... Hier auch so voll komisch. Ein Laden, wo du dir so teure US-Süßigkeiten kaufen kannst. Okay. Hema gibt es zum Beispiel auch in Dortmund. Und jetzt gehen wir mal in den Haribo-Store. Es gibt übrigens ein Video von mir aus Bonn. Da sind wir im Haribo-Store, im großen Haribo-Werksverkauf und auch im Haribo-Store in der Innenstadt. Und nein, Hunde dürfen nicht rein. Wie traurig. Drachenwelt. Lakritz. Die ganzen geilen Sorten dann als große Tüte einfach nur kaufen. Ist natürlich immer großartig, sowas. Aber die Pfirsiche. Ich liebe die Pfirsiche. Die waren auch lecker. Hi. Oh, sorry. Entschuldigung. Monopoly Bonn. Guck mal, Duschtuch. Kann man sich mit Haribo duschen. Sind die eigentlich geil? Ich habe die noch nie gegessen mit Schokolade. Bestimmt, oder? Guck mal, die gibt's. Guck mal hier, das sind diese französischen. Die hast du doch auch schon mal gekauft, glaube ich. Hier haben sie nämlich Sachen, die gibt es bei uns nicht unbedingt. Boah, Lakritz nur, wie gruselig. Jetzt habe ich Bock auf Flucht der Karibik gucken. Larven. Wie eklig muss man sein, ey. Oh. Die kenne ich. Außen knackig, innen Fruchtgummi? Geil, direkt kaufen. Noch nie von gehört. Boah, es ist so warm hier, ist ja schrecklich, ey.
Und so eine Tampon Pfirsiche kann man auch mal wieder mitnehmen. Pfirsiche gehen immer. Ah, und selber mischen kann man sich ja auch. Das kann ich euch jetzt noch nicht zeigen, weil da so viele Kinder stehen. Einmal ganz kurz. Mehr, aber echt mega voll hier. Sind die neu? Plötzlich bei DM noch gelandet. Oh, scheiße. Kaufe ich nur wegen der Verpackung. Also wirklich jetzt. Und weil ich mir, wenn ich mich mal schneide, dann möchte ich diesen Pflaster haben. Ach, guck mal hier. Ist irgendwann auch tauglich geworden. Ich erinnere mich noch dran, wie ich als 18-Jähriger zum ersten Mal bei Beate Use hinter den schwarzen Vorhang gegangen bin. Und mal geguckt, was es da so gibt. Und jetzt kannst du es einfach bei DM kaufen. Also wir gehen jetzt hier unten eigentlich gerade so fleißig lang, aber so irgendwie so was richtig Geiles habe ich jetzt hier unten noch nicht gesehen. Also ich meine, was soll es noch Geiles geben, aber wolltest du hier nicht rein? Oh nein. So, wir sind hier nochmal im Food Court, aber nicht, weil wir jetzt gerade nochmal essen wollen, sondern wir wollen da durch und da kommt man zur Promenade. Die wollte ich mir noch anschauen. Da wollten wir uns noch anschauen. Und da muss man, also ich habe gesehen, hier kommt ja auch eine Karls Erlebniswelt hin, die ist wohl noch nicht offen. Und ich weiß gar nicht, was ist hier, was ist da, irgend so ein Lego-Ding in hier, oder? Ach, das da hinten? Ach, geil, was ist das denn? Was nett. Ach so, oh, bin ich durch Eis gelaufen? Naja, egal, habe ich halt Eis am Schuh. Guck mal, ist sogar ein Riesenrad. Aha, Genesis, was ist das? Irgendeine chinesische Firma? Habe ich noch nie von gehört. Vor allem klauen einfach mal das Logo von Aston Martin. Ist auch geil. Und dieses Legoland, da hinten müssen wir aber reingehen. Ich war hier schon mal irgendwo im, hier, Wicked, die Hexen von Oz, war ich hier in so einem Musical irgendwo. Da hinten ist der Sea Life, da gehen wir natürlich nicht hin. Genau, hier links ist die Promenade, hier gab es auch mal irgend so ein Labyrinth früher, vor unzähligen Jahren. Da gehen wir gleich gucken, guck mal, wie schön das jetzt hier aussieht, mit der Sonne. Hübsch. Genau, hier sind so die Bars und so, zum Trinken und Spaß haben. Ein Indoor-Lego-Spielplatz, cool. Also wieder nur für Kinder, was ist denn mit jung gebliebenen Erwachsenen wie mich? Was spielt er denn jetzt für eine grässliche Musik hier? Das ist schön ja an der Promenade, das finde ich cool. Wo? Ach, tatsächlich. Das wusste ich gar nicht, dass die auch hier sind. Ach ja, schau mal an. Ja, die übernehmen die Welt. Bald, was war das jetzt? Wuppertal? Nee, nicht Münster. Nee, was war das? Hamburg. Hamburg kommen sie jetzt. Richtig schön mit Beachbar und so. Machen gute Pizza. Gut, letztes Mal war sie verbrannt. Die Bedienung war unfreundlich. Gut, ich war auch unfreundlich. Wir haben uns, glaube ich, beide nichts getan, aber sie war zuerst unfreundlich. Weil sie mir erzählen wollte, dass schwarz gebrannte Pizza normal ist. Nein, das ist es nicht. House of Magic. Carbon. Also irgendwas mit Kohle, gebrannt. Ach ja, Al-Carbon. Rudolf Weber Arena, wer ist das denn nochmal? Vielleicht sehe ich schon so ein bisschen mitgenommen aus. Wie lange sind wir jetzt schon hier? Wie spät ist jetzt? 10 vor 5. Also doch jetzt. Wir sind jetzt 3 Stunden hier? Nee, Quatsch. Nee, 5. Fast 5. Ui, 4,5. Okay.
Aber irgendwie Al Capone, Al Carbon, also so richtig offensichtlich ist es jetzt nicht gerade. Aber es könnte sein, dass sie das meinen, aber nicht wirklich bemerkt haben, dass es nicht passt. Guck mal, die God Rays, aber so ein bisschen zumindest. Siehst du sie? Ah, wobei eigentlich ist das Licht hier, ist der Schatten in dem Fall. Hier so ein bisschen chinesisch angehaucht da hinten, glaube ich. Hier war irgendwo mal so ein Irrgarten, zumindest ganz, ganz früher. Und hier ist Moschmosch. Moschmosch. Was auch immer Moschmosch ist. Man kennt Moschmosch? Habe ich noch nie gehört. Aber nennt man das nicht Muschmusch? Das würde irgendwie so eine Assoziation erwecken und dann vielleicht mehr im Kopf bleiben. Muschmusch. Big Chefs. Tijuana. Asia-Tempel. Ist aber nicht gerade was los bei Pagoda. Kaiser-Buffet-Restaurant. Ach, wie traurig. Ja, aber ich meine, es ist Samstag. Aber ich glaube, der Laden ist wahrscheinlich einfach dicht. Und hier sind wahrscheinlich einfach nicht genügend Leute draußen. Was ist das denn? Winners only? Okay, da müssen wir jetzt wohl rein. Sehr, sehr geil. So, schon wieder raus. Keine Lust gehabt, da mir so eine Gaming-Karte für so und so viele Spiele holen. Da gab es ein, zwei Sachen, die ich interessant gefunden, aber muss nicht sein. So, jetzt gehen wir wieder rein und suchen unseren Parkplatz, oder? Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir hin müssen für den Parkplatz. Irgendwie sieht diese Haltestelle ziemlich geil aus, muss ich sagen. Beeindruckend. Nee, wir kamen irgendwo von drinnen, aber wir müssen mal gucken. Ich habe das fotografiert. So, da wo es angefangen hat, da endet es auch. Wir stehen jetzt hier wieder im Auto, haben wir Gott sei Dank gefunden. Ist nämlich nett ausgeschildert hier. Hat mir sehr gut gefallen, hier im Zentro. Wie gesagt, ich war ewig nicht mehr hier. Und hatte so ein bisschen Backflash für mich und außerdem auch so einfach geil. Man hat eine riesige Mall voll mit Geschäften. Ob die jetzt was für einen sind oder nicht, das kann man jetzt so nicht beurteilen. Ich hatte so ein paar Geschäfte, die ganz nett waren, aber insgesamt habe ich jetzt persönlich so viele Geschäfte gehabt, aber es ändert nichts daran, dass ich das hier einfach super cool fand. Man hatte so super Futterhalle für Pause zwischendurch. Dann hat man eben draußen die Promenade, wo man auch vielleicht auch schöner was essen gehen kann. Oder abends dann nach dem Shoppen sich nochmal hinsetzt und schöner was essen geht oder was trinken geht. Und halt einfach innen drin dieses ganze Gewusel und Trubel. Ich mag das einfach total gerne. Deswegen von mir gibt es auf jeden Fall mal eine Empfehlung, wenn ihr in der Nähe wohnt oder auch eine Stunde fahren müsst. Wir sind auch fast eine Stunde gefahren. Einfach mal Zentro Oberhausen. Ich fand es sehr cool und falls ihr schon mal hier wart, dann dürft ihr mir eure Meinung zu Zentro gerne in die Kommentare schreiben. Und da sind wir auch durch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.